Met die profielen heb ik mij hier om vinger verletst. Niet mijn katermesser. Wat zegt ze? Wo ze elektriker is, kan die. Wacht maar eens. Met dem neuen Format. Helmut kommentiert Kommentare. Kommentare. Zum Titelbild kommen wir gleich. Pro Saldo Zwiesler gefragt hat, ob ich die Fingerverletzung durchs Katermesser habe. Nein, durchs Katermesser habe ich es nicht. Habe ich mit den Profilen habe ich mich verletzt. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich möchte aber gleich weiter switchen und möchte mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und möchte sagen, den Kommentar, den ich jetzt gleich zeige, der hätte es leichtbarweise, der hätte sich auf keinen Fall verletzt, der hätte es alles viel besser gemacht, der hätte einen Shelly eingebaut. Der hat nämlich verstanden, was Smart Home ist. Den Kommentar vom Flaflo, den müsst ihr mal durchlesen. Der hat absolut, hundertprozentig für die ganze Welt übergreifend, also weltweit, verstanden. Das ist auch der erste und einzige sinnvolle Kommentar, den ich jemals gelesen oder gehört habe, was Smart Home ist. Er hat das kurz und knapp und bündig zusammengefasst und kann genau erklären, was Smart Home bedeutet. Das müsst ihr unbedingt einfallen. Wer kennt das da noch? Tauchsieder. Und wer hat eine Ahnung, warum ich das da jetzt dabei habe? In diesem Video, blende ich einmal ein, ist darum gegangen, ich habe behauptet, dass eine normale Schokosteckdose nicht für Dauerbetrieb unter Volllast, also über 3 kW, ununterbrochen, dann habe ich behauptet, das funktioniert nicht, da brennt die Steckdose ab. Trotzdem muss ich die Kommentare dann lesen, gibt es halt einfach, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, es gibt halt einfach, ja, es gibt halt Gescheite und Nachgescheidene und dann gibt es halt Sümmgescheite. Die Sümmgescheiten, das sind die, die es groß wachsen hören, das ist ja klar. Auf alle Fälle gibt es da einen, der heißt Big MZ4. Der hat festgestellt, das Hauptproblem bei dem Abraum von der Dosen ist, wenn man unter Last einen Stecker zieht. Ich habe in dem Beispiel, in dem Video dann natürlich gesagt, Waschmaschine und Trockner, 8 Waschladungen hintereinander, da ist mir nicht um das gegangen, mir ist bewusst, dass eine Waschmaschine, wenn die hintereinander 8 Stunden läuft die ganze Zeit, dass die nicht 8 Stunden 3 kW zieht, das ist mir schon klar. Nur so eine Steckdose, wenn der Strom weg ist, ist der Strom weg. Die Temperatur in der Steckdose ist aber nicht sofort weg. Ist eh vollkommen egal, war halt Waschmaschine, Trockner war vielleicht ein verkehrtes Beispiel, gibt es halt andere, dann haben es Heizgeräte, Konvektoren und was weiß ich, die gibt es auch bis 3 kW, sogar größer, aber für Schuko, dann haben wir halt das Beispiel da. Mir ist nur um das gegangen, hergeleitet hat sich ja die ganze Thematik von den Wallboxen, das Thema Autoladen. Aber schaut euch das Video an, dann wisst ihr mehr davon. Dann hat der Manuel genannt, hat gesagt, Tauchsieder waren so Kandidaten, die dazu führen könnten, oder ja, irgendwo recht. Gell? Jetzt kommt da mein Freund wieder, der Big MZ4, der schreibt, es gibt sicherlich auch heute noch Spezialisten, die sowas hernehmen. Von dir möchte ich gerne wissen, wie viele Stunden am Tag du in deinen Sessel einpfurzt. Weil von der Baustelle hast du keine Ahnung, da hast du keine Ahnung. Jeder erfahrener, guter Fliesenleger hat mindestens einen Tauchsieder auf der Baustelle dabei. Wenn der im Winter in der Saukälte ausfüllen muss und den ganzen Tag sein Brasen in einen Eimer 4-5 Grad kaltes Wasser reinhalten muss, weil das Baustellenwasser ist und da läuft noch kein warmes Wasser. In dein Büro kannst du noch einen Scheißen Finger mit warmem Wasser waschen. Aber wir auf der Baustelle können wir das nicht. Aber das ist ja das. In Deutschland kann jeder Depp seine Meinung haben, sondern ob die irgendwas auf der Welt bedeutet oder nicht, ist wurscht. Und jetzt kommen wir zu dem geilsten Typen zwischen Mississippi und Auerbachmühl. Das ist der Boberg der Stecher. Das ist der Beste. Er hat einen Kommentar zu dem Video von letzter Woche abgesondert. Und zwar, den muss ich vorlesen. Wie 1980, du Bauer, schon mal was von Cable Scout gehört? Cable Scout ist ein Stangen-Einzugssystem von Rampotec, also ein Einzugssystem für ebenso Schächte und so weiter. Du bist echt nicht der Hellste.
zeigst eh nur Sachen, die jeder im zweiten Lehrjahr schon drauf haben muss. Lass es besser. Geh fast davon aus, da du ja so einen qualifizierten Kommentar abgegeben hast, du bist im zweiten Lehrjahr. Natürlich muss er darüber recht geben, ich bin ganz sicher nicht der Hellste. Ganz sicher nicht. Aber was ich ganz sicher weiß, du auf alle Fälle auch nicht. Mit dir würde ich mich ganz gerne mal auf Augenhöhe. Also mit dir möchte ich auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe mal diskutieren. Nein, also jener Kommentar sagt ganz klar, du bist es einfach nur nicht wert. Du bist unter meinem Niveau. In dem gleichen Video habe ich ganz oft jetzt die Schaltung in der Halle in der Allwegdosen drin unter Spannung angeschlossen. Der Albert hat gemeint, das darf ich nicht. Da gibt es extra Ausbildungen, AUS, Arbeiten unter Spannung und Vorbildfunktion und bla, 1000 Volt und keine Ahnung. Statt den Schalter, den ich da hingemacht habe, hätte er einen Bewegungsmelder hingemacht. Da muss ich dich jetzt zuerst einmal fragen, hättest dich da du dann mit dem Kasperl von Anfang mit dem Celle zusammen da? Weil wenn ich reingehe und der Bewegungsmelder das Licht einschaltet, schaltet er das dann auch wieder aus, oder? Oder muss ich mich da die ganze Zeit umeinander hupfen dann? Der Bewegungsmelder ist aber nur vorne, wenn ich dann da bin. Oder merkst du irgendwelche speziellen Schaltungen? Das, Anmerkung, das ist super. Mach da du deinen Bewegungsmelder hin, wo du ihn hin brauchst. Los aber mir die Schaltungen in meiner Halle. So baue ich das für richtig halt. Und zu dem Thema Arbeiten unter Spannung habe ich da ja den Kommentar zurückgeschrieben. Mach du das. Mach die Schulung oder du hast bestimmt die Schulung schon. Nimm die Materialien her, nimm das her, verwende das, das musst du unbedingt tun. Ich habe ja in dem Video gesagt, das dürft ihr alle nicht machen. Ich darf das schon machen. Erstens muss ich vor einem Rechenschaft abgeben. Das ist meine Sache. Ich darf keinen Angestellten nicht hinschicken. Mir hat die Berufsgenossenschaft nichts zu sagen. Wenn du ein Angestellter bist, musst du das natürlich tun. Wenn dein Chef dich irgendwo hinschickt, hat es auch ihm, wenn er zu dir sagt, mach das Unterspannung. Ganz klar. Aber mir zu sagen, ich darf das nicht. Ich bin eher einer von denen, der Meinung ist, das muss man können. Wir haben einen Elektriker. Bestimmte Sachen muss man können. Leute, ich weiß gar nicht, von was das da. Und ich selber wüsste das auch nicht. Wenn ich da eine Vakuumklemm nehme und da haben, ich habe noch einmal einen PE, der interessiert keinen Menschen. Dann ist der Neutralleiter drin. Der Neutralleiter, der interessiert nur, wenn irgendwie das Licht eingeschaltet ist. Aber selbst wenn der dann stromführend wäre, ja, ich habe da die Vakuumklemm und ich habe da ein Draht. Dann tue ich das da außer. Oder ich tue das wieder rein. Was soll da passieren? Und dann, nochmal, ich mache den Mist schon so lang. Ich bin irgendwo hingegangen. Ich spüre das gar nicht. So gut wie gar nicht. Ich spüre ein leichtes Kribbeln bei einer einzelnen Phase mit 230 Volt. Ob es anders ist, wenn ich an zwei Sachen hingegangen darf, da bin ich aber schlau, nur dass mir das nicht passiert. Das mache ich ja nicht unter Spannung. Das, was ich so nicht sehe. Das, ich muss aber, mir gefällt das. Ein Elektriker tut da im Video mit zwei Draht umeinander und im Hintergrund geht das Licht auseinander. Dann sagt der Elektriker, das habe ich für eine Unterspannung gemacht. Dann dreht sich alle vollkommen am Rallwart, der das gemacht hat. Erstens wisst ihr es gar nicht, weil ihr es gar nicht gesehen habt. Das mit der Vorbildfunktion, das ist auch also eine komische Sache. Wer hat mich dazu gemacht? Wer hat mich zu dem Vorbild, das du da jetzt sagst, wer hat mich dazu gemacht? Ich habe da nicht darum gebeten. Natürlich, ich mache ja meine Sachen gewissenhaft. In meinen Augen vorbildlich, das Gleiche lerne meine Lehrlinge seit ewigen Zeiten. Von denen haben, ich weiß gar nicht, drei, vier, ich glaube der vierte oder der fünfte ist mittlerweile und macht Meisterprüfung. Also so her gesehen kann es nicht so falsch gewesen sein. Meistens schreiben sie in die Kommentare auch die Jungen, weil die ja unter einer Ausbildung gelitten haben, wo dies ja auch tödlich verboten ist, weil da ist der Berufsgenossenschaft verboten hat, ist das auf keinen Fall. Jetzt habt ihr natürlich auch keine händliche Erfahrung. Das heißt, wenn es da irgendwo hingeht und irgendwo unter Spannung führt, ich sehe ja das an meine Mitarbeiter, wenn da mal irgendwo etwas ist, die drehen da vor Angst fast durch, dann fangen sie ziehen an und machen einen Fehler. Mich stört das kein Stecker mehr. Mich stört auch nicht, wenn irgendwelche Leute hinter mir haben. Ich, wenn irgendwas arbeitet und Leute haben hinter mir, fahre ich von den Jungen so und ich kann das nicht leiden, wenn man der Chef über die Schulter schaut. Oder wenn man der Kunde über die Schulter schaut, das ist mir doch vollkommen egal, das ist mir ganz im Gegenteil. Ich mag das gern, wenn der Kunde mir über die Schulter schaut. Da sieht er, wie er mich schinden muss. Ich persönlich finde, Fußballspielen ist viel gefährlicher, wie unter Spannung arbeiten, bestimmte Arbeiten.
Das mag ja auch nicht unter Spannung. Da muss man schon mal irgendwann einmal so schlau sein und das unterscheiden können. Das zeichnet oder das sollte ja ein Elektriker, einen guten Elektriker, einen erfahrenen Elektriker ausmachen. Weil wenn ich meine, die letzten 20 Jahre in meiner Firma anschaue, wer längere, mehr Krankentage gehabt hat, einer, der sich in der Arbeit wieder hat, oder Fußballspieler, da muss ich ganz klar sagen, krank werden sind meisten in meiner Firma Fußballspieler. Habe ich ja in dem Video gesagt, wie ich die Steckdosen verdrahtet habe, Außenleiter rechts, Außenleiter links, ist grundsätzlich egal, es gibt da keine Vorschrift. Hab extra gesagt, wenn du einer von denen bist, der wo das links anschließt, dann ist das gut so, mach das weiter so. Wenn du einer von denen bist, der wo die Firma das vorgibt, mach weiter so, das ist alles richtig, ist alles gut. Dann kommt die typisch deutsche Krankheit. Ich hab dann gesagt, ich schließe den Außenleiter rechts an. Im Genauen bin ich sogar dafür, das gesamtdeutsche Volk sollte den Außenleiter auf die rechte Seite stecken. Aber dann kommt die deutsche Krankheit. Nicht irgendeine Sache hinnehmen können, akzeptieren, gut sein lassen. Nein, plötzlich meint jeder, er muss dann mich in dem Fall bekehren und erklärt mir, warum doch das so viel sinnvoller ist. Denn auf die linke Seite, was keine Kinder gibt, die Linkshänder haben, die puppeln dann, oder was Rechtshänder, weil die mehr Rechtshänder gibt, die Linkshänder, die puppeln dann da ein. Also irgendwie ist das vollkommen, vollkommen egal. So ein Blödsinn. Wenn ich genau in einer Wohnanlage bin, wo drei Kinder da haben und alle drei Kinder Linkshänder haben, dann hast du verschissen, oder wie? Oder machst du dann pro Haus machst du eine Umfrage, weil dann müsstest du das schon so machen. Dann müsstest du eine Umfrage machen, prozentual, anteilig, wie viele Linkshänder, wie viele Rechtshänder, und so schließt man Phasen an Leute. Es läuft ja nicht mehr ganz rund. Oder sagen wir, ich weiß ja die prozentuale Aufteilung nicht. Oder sagt es grundsätzlich, 60% auf der Welt, 70% haben Rechtshänder, die anderen haben Linkshänder, und nehmt das einfach hin und sagt, okay, alle die Linkshänder, die da einpopeln, die können, die sollen halt dann draufgehen. Natürlich Auslese, weil es sollten ja nur Rechtshänder bestehen bleiben. Der Tobi Opel Vectra CGXYZ hat mir geschrieben, er tat sich, seht ihr das überhaupt? Er darf sich für den LED-Scheinwerfer interessieren. Mein erster Gedanke war dann gleich super, den kann ich verlinken. Auf Amazon, das ist Weltklasse, aber dann habe ich deinen Kommentar weitergelesen und dann ist drin gestanden, dass du findest, dass das schönste Bundesland der Welt Schleswig-Holstein ist. Dann habe ich mir gedacht, nein, kann ich mich nicht anschließen. Solange wie du an der Geschmacksverirrung leidest, kann ich dir nicht meinen Strahler empfehlen. Ich bin ein Handwerker und stolz drauf. Ich hab's kein Handwerker und auch stolz drauf. Berechtigterweise. Ich mein, von irgendjemandem müssen wir ja wir Handwerker das Geld haben, das Geld aus der Tasche ziehen. Und das ist jetzt extra für dich. Pro Saldo Zwiesler. Lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Für dich, Servus.